Hallöchen Leute, willkommen zu einer weiteren Folge von Monster Sanctuary in dieser wirklich düsteren Unterwelt. Ah, jetzt ist okay der Sound, aber in der Unterwelt, holy shit, Alter, wie gruselig der Sound einfach ist in... Oh, okay. Wenn man das einfach nur so laufen lässt, weißt du, einfach nicht im Kampf oder so, sondern außerhalb, holy moly, ey, Wahnsinn. Ja, mach doch mehr Damage. Gönn dir. Leinen und 8200 Erfahrungspunkte. Nehmen wir doch mit. So, hier ging es glaube ich nicht lang, ne? Weil hier das Ding, genau, hier steht es im Weg. Dann gucken wir doch mal, was war hier oben. Und draußen kam ich nicht weiter, okay. Ja, okay, wir müssen Erfahrungen sammeln, ist okay. Ich finde 8500 Erfahrungen ist nicht wenig, ne? Ist schon nice. Warum habe ich den Hebel nicht aktiviert, ich Horst? Ups. Okay, da oben müssen wir auch lang. Lass uns aber erstmal hier lang laufen. Mhm. Das ist das Silber. Problem ist, dass ich jetzt den Hebel aktivieren muss und nochmal die gleiche Strecke laufen muss. Weil ich will nämlich da oben lang, ne? Aber links ging es auch noch weiter. Der Hebel war noch nicht fertig. Hm. Gott, ist das nervig. Habe ich den hier wieder zurück? Nee, ne? Wahrscheinlich muss ich mich teleporten. Porten wir uns einfach, ist okay. Und gehen wir dann wieder von vorne dahin. Aber können wir mal gucken, was das hier abgeht. Zwei Megatrank, zwei Massengegengifte haben wir, let's go. Zwei Skilltränke. Ich hasse die Unterwelt. Gab es hier kein schlimmeres Areal als das hier, finde ich. Muss von unten kommen, ne? Kacke aber auch. Ech! Ech. Hm, hier muss ich wieder reinkugeln. Mal gucken, wann wir diesen Skill kriegen. Theoretisch müsste ich einfach mal alle sammeln, wa? Die wir hier als Gegner haben. Aber ich habe schon einige. Wer fehlt mir noch? Der Stein fehlt mir, glaube ich, noch. Ansonsten sieht es eigentlich ganz gut aus. Wenn wir mal ganz kurz hier reingucken. Jetzt komme ich da drüben auch noch rüber. Okay. Lass erstmal hier links lang laufen. Ich hoffe, hier ist nichts weiteres, oder? Leonard. Sieht aus, als wäre das Leonard. Warum schleicht er hier herum? Oh, du bist es. Ich habe dich gar nicht bemerkt. War wohl in Gedanken. Dir ist sicher schon aufgefallen, dass mein treuster Begleiter, mein Spektrallöwe, fort ist. Ich habe gegen einen Alchemisten gekämpft. Das war eine belastende Erfahrung. Dein Verlust tut uns leid, Leonard. Wohl ist dasselbe passiert. Aber das ist noch nicht alles, weißt du? Ich glaube, ich habe diesen Alchemisten erkannt. Er hat eine grinsende Maske getragen und sich Chimes genannt, aber das ist nicht sein richtiger Name. Ich glaube, sein echter Name ist Richard, mein älterer Bruder, der vor ein paar Jahren verschwunden ist. Was? Das muss ein ganz schöner Schock gewesen sein. Während des Kampfes war ich mir noch nicht sicher. Er hatte etwas äußerst Verstörendes an sich, aber das ist mir erst nach dem Kampf aufgefallen. Weißt du, da Richard der ältere von beiden war, sollte er den Spektrallöwen bekommen. Er hatte schon in jungen Jahren sein erstes Monster ausgebrütet und sich schnell einen Namen als cleverer und talentierter Monsterhüter gemacht. Er wurde als Genie betrachtet, das eventuell sogar den Rang eines Hütermeisters erreichen könnte. Doch wussten nur diejenigen, die ihm am nächsten waren, dass er auch eine dunkle Seite hatte. Er war zu Ehrgeiz, jederzeit bereit, seine eigenen Monster zu opfern, wenn er dadurch einen Champion-Monster fangen und seinen Ruf verbessern konnte. Also er wäre zu ehrgeizig. Unsere Familie fürchtete, dass es zu riskant war, ihm den Spektralbegleiter der Familie zu überlassen, dass es ihn noch weiter verderben könnte.
Was sie mich statt als Spektralhüter auserwählt haben, hat ihm allerdings auch nicht geholfen. Er lief damals davon und niemand hat seitdem von ihm gehört. Ich war immer stolz darauf, dass ich an seiner Stelle Spektralhüter wurde, aber tief in meinem Inneren wusste ich, dass ich es nur den Umständen zu verdanken hatte. Jetzt gegen ihn zu verlieren, hat diese Ahnung bestätigt. Wie es scheint, hat Richard sich den Alchemisten angeschlossen, weil sie ihm das anboten, was ihm verwehrt worden war. Genau wie auch die Alchemisten selbst erlangen wollen, was sie als ihr Recht ansehen. Einen Platz in der alten Welt. Wenn sie nicht kriegen, was sie wollen, greifen sie auf List und Tücke zurück. Ist das wirklich das Vermächtnis, das sie der Welt hinterlassen wollen? Razors hat uns gezeigt, dass sie mehr als das sein können. Wie dem auch sei, wir sollten vorsichtig bei Richard sein, oder wie er sich nennt, Chimes. Er hat bereits 2 Spektralbegleiter gestohlen. Das ist wahr, das hat mir mehr als alles andere bewusst gemacht, wie ernst die Lage ist. Richard hat meinen Begleiter nicht nur aus persönlichen Gründen gestohlen, da muss mehr dahinter stecken. Als er mich besiegte, sagte er etwas darüber, wie zufrieden ihr Anführer Marduk mit ihm sein würde. Das denke ich mir. Die gesamte Zuflucht ist an unsere Macht gebunden, also ist es recht problematisch, dass wir ihr Ziel sind. Deswegen müssen wir alles in unserer Macht Stehende tun, um sie aufzuhalten. Nur weil ich gegen meinen Bruder verloren habe, heißt es nicht, dass ich aufgebe. Ich habe noch eine Menge starker Monster, um ein mächtiges Team aufzustellen. Ich werde stärker werden und beweisen, dass ich es verdient habe, ein Spektralhüter zu sein. Deine Entschlossenheit hast du scheinbar nicht verloren. Das ist toll, Leonard. For the man kannst du die Führung übernehmen. Hier, ich werde noch etwas hierbleiben. Alles klar. Dann haben sie mich nämlich gleich hier abgelenkt. Aber hier gibt es nichts. Doch, hier gibt es was. Ein Wechselstein. Ein Haken. Okay, da oben sind noch ein Schalter. Der Schalter ist hier unter mir, diese Steine, ne, die da sind. Ich würde ganz gerne noch einen Teleportstein holen, aber das geht nicht mehr. Ah, okay. What? Okay, lass uns rauslaufen. War das schon immer da? What? Wie bin ich denn eigentlich hier hingekommen? Ich bin davon rechts gekommen, oder? Naja. Wir müssen eh zum Anfang zurück. Oha, das ist ja Cheating. Das ist ja Betrug. Aber da wollte ich gerade eh nicht hin, das ist okay. Mist. Geht weg. Geht weg. Mann, ich will nicht gegen euch kämpfen, verpisst euch. Keinen Bock. Boah, Bruder, ich dachte gerade, der jumpt mir hinterher, der Typ. Okay, das heißt, ich muss den Einschalter nochmal neu betätigen. Das ist okay. Oh, wir haben 3 von diesen ziemlich starken Gegnern. Das heißt, wir müssen sie einzeln killen, weil... Ich hätte ein Problem, wenn ich sie alle jetzt laden würde, ne? Das wäre nicht so geil. Der Dude hat einfach mal 64 Ladungen. Ich hoffe mal, dass er mich nicht eben killen wird. Oh, Alter. Der Schaden, Mann. Ey, die stacken sich so krass Ladungen hoch. Das ist ja Wahnsinn, ey. Echt abartig. Ah, er lebt leider noch. Echt, das ist bitter. Stirbt er dadurch? Wäre peinlich für ihn. Er stirbt tatsächlich dadurch. Puh, okay. Hat immer nur 2 Sterne, das ist so peinlich. Ein Hexer plus 5, Verteidigung 60 und Magie plus 60. Warum können wir nicht einfach so austauschen? Warum ist hier noch eine Steinplattform? Ah, um darüber zu kommen, ne? Verstehe. Okay, wir drücken den. War das hier? Ah, das war für den Dings da drüben, okay. Hier war von Schalter. Hier war er, ne?
Da kam ich jetzt aber nur hin. Hier nämlich nicht, ne? Weil hier nämlich der Stein war. War alles da unten? Logisch, weil es da unten gegangen ist. Ich bin ja auch ein Horst. Jetzt kommen wir aber von da hinten rüber, ne? Aber wir durften halt nicht den Teleporter nutzen. Das mag das Spiel halt nicht. Nein, nein, du musst das anders machen. Du musst das ordentlich machen, sonst darfst du da nicht rein. Ist ja okay. Das ist ein grüner Schlüssel, wahrscheinlich nur ein... Naja, Schlüsselobjekt halt, ne? Zosimos, so sehen wir uns wieder, Hüter. Ach, komm schon. Ich weiß nicht wie, aber du hast verhindert, dass die Monster zufällig in Dunkelheit versinkt. Und nun bist du hier. Ach, das war der Typ mit der Sonne. Du könntest in der Tat der fähigste Hüter sein, den die Zuflucht im Moment zu bieten hat. Die Zuflucht wurde durch das Opfer eines Monsters gerettet. Du unterschätzt, wie viel eine einzelne Person oder ein einzelnes Monster ausrichten kann. Trotz deiner Taten kann der Lauf der Geschichte nicht verändert werden. Der Orden der Alchemisten ist eine Macht, die das Schicksal der Welt seit Tausenden von Jahren gelenkt hat. Wer glaubt, unser Orden könne zu einer Fußnote in der Geschichte werden, irrt sich gewaltig. Das ist nicht unser Ziel. Der Orden der Alchemisten könnte die Zuflucht zu seinem neuen Zuhause machen, solange er keinen Ärger macht. Razus hat das bereits verstanden und sich von Marduks Lehren abgewandt. Dieser Verräter verdient es nicht, sich Alchemist zu nennen. Er praktiziert noch immer, weil es ihm wichtig ist, dass die Alchemie nicht in Vergessenheit gerät. Er ist ein wahrer Alchemist. Solange wir gezwungen sind, hier zu bleiben, sind wir nicht mehr als Gefangene. Uns wurde die Freiheit genommen, zu gehen, wohin wir wollen. Das ist es, was die alte Welt uns angetan hat. Ihr Hüter seid es, die eure Sache aufgeben sollten, nicht andersherum. Aber in der 500-jährigen Geschichte der Zuflucht haben die Monsterhüter es nicht einmal gewagt, davon zu träumen, ihrem selbst errichteten Gefängnis zu entfliehen. Und was noch schlimmer ist, ihr zwingt Monster und Leute wie uns, eure bemitleidenswerte Wahnvorstellung zu teilen. Über die Jahrhunderte hat die Zuflucht eine sehenswerte Anzahl an Monster angehäuft und Hüter, die gelernt haben, sie zu kontrollieren. Die Zeit ist gekommen, die Macht zu nutzen, zu der die Monsterzuflucht geworden ist, und die gesamte Welt einzunehmen. Die Monsterzuflucht steht für so viel mehr als nur das. Du warst auch ein Monsterhüter und hast dich später entschlossen, den Alchemisten beizutreten, richtig? Wenn du in der Zuflucht aufgewachsen bist und dennoch nicht mehr darin siehst, als eine Waffe, können wir dir nicht helfen. Wenn ihr die Zuflucht wirklich so seht, haben wir keine andere Wahl, als euch aufzuhalten. Selbst wenn ihr uns aufhaltet, glaubst du nicht, andere würden zum gleichen Schluss kommen wie wir? Wie ich sagte, der Lauf der Geschichte kann nicht verändert werden. Wir repräsentieren mehr als nur den Willen unseres Anführers Marduk. Wir stehen für einen Wandel, der sich über die gesamte Welt verbreiten wird. Du suchst den Schlüssel der Macht, nicht wahr? Ich habe ihn bereits gefunden. Er ist in der Schatztruhe unter mir, aber das ist nicht alles, was ich fand. Auf der Steintafel neben mir stehen Runen, die demjenigen, der sie entziffert, erlaubt, ein mächtiges Monster zu beschwören. Zu deinem Pech habe ich diese Runen bereits entziffert. Sieh her! Großer Fafnir, gewähre mir scharfe List und dunkle Entschlossenheit, um jeden zu zerschmettern, der sich mir in den Weg stellt. Okay, wir müssen nur gegen Champion kämpfen. Draconoir? Okay. Wir haben... Okay, das heißt mein... Ja, alles gut. Aber ich bin immer verwirrt. Ganz unten steht das Angriffssymbol, ganz oben das, womit man anfällig ist, ne, hier oben. Und das, womit man immun ist. Das heißt, er macht Blattangriff. Ich bin... Er ist gegen Blatt und... Okay, beide sind gegen Blatt anfällig. Ja, nicht so geil. Wir werden den Kampf trotzdem erstmal beginnen. Und falls wir nicht gewinnen, werden wir natürlich unser Team umstellen, ist ja klar. Aber ich glaube, er... 9x720, 2x250, let's go. Wenn wir mit Eisspeeren beflecken. Steinregen. Erblindung. Ich würde gerne... Oh, der hat Feuerkrallen. Ich würde gerne weiter eine Unterstützung reincasten. Er hasst mich so sehr. Er hasst mich einfach nur. So ein Drecksack. Warum hasst er mich so sehr? Warum hasst er Monsterhüter? Also warum hasst er meinen Spektralbegleiter? Warum heilt das alles so viel? Warum habe ich davon nur so wenig? Sagen wir es mal so.
Alter, der hasst mich echt. Was ist los mit dir? Aua. Das ist ja Wahnsinn. Aber wir haben glücklicherweise alle unsere guten Skills. Und ich weiß gar nicht, ob das mehrfach stacken kann. Das bringt doch gar nicht so viel, glaube ich, ne? Wir heilen weiter. Ich würde gerne nochmal eine Unterstützungsskill reinhauen. Damit wir 3 Regenerationen haben. Und das Gute ist, je länger der Kampf dauert, desto mehr Schadensreduzierung hat mein Spektralwolf. Und ist damit im Prinzip unbesiegbar, je länger der Kampf dauert, ne? Ihr seht jetzt schon 4 Stacks mal altern, also 12% Schaden, 12% Schadensverringerung und 12% Mana-Regeneration dazu. Kann ich nicht mehr sprechen. War close gewesen. Hätte er meinen Spektralwurf gekillt, hätte ich es leider wahrscheinlich nicht geschafft. Aber er hat ihn halt nicht gekillt, ne? Also wir haben eigentlich einen sehr guten Kampf abgeliefert, muss ich sagen. War mir bewusst gewesen, jetzt denke ich mal lieber doch nicht, nicht hier unterstützt. Oder Buffs wäre mir sowieso egal gewesen. Das ist sowas von schlecht. Warum ist das alles so schlecht? Warum bin ich so übel? Aber wir haben Draco. Ja gut, brauche ich nicht. Habe ich schon. 14.000 Erfahrung. Meine Mod hat ein Level abbekommen. Alle anderen brauchen noch ziemlich lange. Du hast mich wieder einmal geschlagen, Hüter. Du kannst den Lauf der Geschichte vielleicht für den Moment aufhalten. Nimm dir den Schlüssel der Macht und begib dich zum verlassenen Turm. Du wirst auf die geballte Macht des Ordens der Alchemisten treffen. Dort wird das Schicksal unseres Ordens entschieden werden. Tschüss. Nötig, um den verlassenen Turm zu betreten. Das ist der Schlüssel der Macht. Es besteht kein Zweifel daran, ich kann eine starke Magie darin spüren. Wir haben es weit gebracht, nicht wahr? Jetzt werden wir sogar die Tür zum verlassenen Turm öffnen. Er steht hinter der mystischen Werkstatt, die über dem Festungsdungeon liegt. Wir sollten allerdings sicher gehen, dass wir bereit sind, bevor wir dort aufbrechen. Persephons Reise. Die verbotenen Katakomben erkunden. Wir haben sie also erkundet. Okay. Die Unterwelt haben wir damit erst einmal erledigt. Das Einzige, was noch fehlt, ist über dem D, ganz unten bei Seite 2, fehlt noch dieses kleine Ding. Aber darum ist auch noch, was stimmt, das war mit den Steinen gewesen, das war ganz woanders. Dann lass uns da doch mal hinschauen. Ansonsten haben wir die Unterwelt erst einmal bereinigt. Okay, das hatten wir schon, okay. Aber wir können meinetwegen, komm, lass uns kämpfen. Ich brauche die Erfahrung. Vier Sterne, Mann, ein Riesensamen. Ach, Mann, ich will dieses Ei haben. Gib mir dieses Kackei endlich von diesem Riesen. Den habe ich nämlich noch nicht, ne? Dürfte noch nicht haben. Ja, der fehlt mir nämlich noch. Aber der Riese kann sich nicht in was Kleines verwandeln, das glaube ich eher weniger. So, wo wir noch hin müssen, ist nämlich ganz nach oben. Ansonsten haben wir das ja alles schon ziemlich gut geklärt hier, ne? Muss man mal sagen. Problem ist leider diese... Ups. Ja, ist in Ordnung. Kann man mitnehmen. Hier? Nice. Ach, komm schon. Aber immerhin 7000 Erfahrung ist nicht wenig, muss man sagen, ne? Das waren immer noch die Steine, die da sind. Ach, guck. Habe ich das nicht gesehen? Warte, habe ich das echt nicht gesehen? Bin ich so blind? Okay. Bin ich scheinbar. So, 2 ziemlich starke Monster. Und der mittlere halt auch noch, ne? Das sind alle super mächtig. Wir können mal... Alter, machen wir echt so viel Damage mit einer Winzi... mit einer Luftsichel? Heftig. Also es wäre schon sinnvoll, dem Spektral... Ja, er hat zu wenig... Leider kann man den Skilltrank immer nur einmal benutzen pro Monster. Das finde ich echt schade. Ich würde den wirklich gerne maxen. Mein Spektralwolf. Problem ist... Also er hat super, super starke Skills. Und er ist grundsätzlich mega stark. Ich glaube, wenn wir da eine Heilwelle reinziehen, mal. In der Luft.
Luftsichel? Wir werden den mal kennen. Die ist ja mit strong, ehrlich gesagt. Sehr schön. Ach, diese Krits. Geilo. Eine Kritschance von 100% wäre auch nicht verkehrt, wa? Wäre auch mal eine nice Sache. Alter! Macht Frost wirklich Schaden? Verstehe ich gar nicht, warum Frost Schaden macht. Wenn du ein geschocktes Monster angehst, ich raff das halt nicht, warum dieses Frost-Symbol halt trotzdem dafür sorgt, dass ich mehr Schaden bekomme. Genauso hier, dieser Frost, der hat das gesehen. Ich weiß gar nicht, woher das getriggert wird. 5 Mal habe ich Schaden kassiert. Holy moly. Heftig. Aber sind 2 Kisten noch da oben. Sehr nice. 6000 Horn ist jetzt auch nicht so krass viel, ne? Und trotzdem schon einige Kämpfe. Ernsthaft? Für den Scheiß bin ich hier hochgekommen? Okay. Dann haben wir die Unterwelt, außer das da unten, wo ich klein sein muss, erledigt. Wir gehen mal in die Magma-Kammer. Da gab es nämlich auch noch das mit dem... mit dem Hindernis, ne? Und zwar, ich weiß nicht, ob es unten links das erste oder das zweite war. Und unten rechts war das mit dem Felsen. Naja, bisher habe ich das tatsächlich nicht. Warte, ich weiß, wo es ist. Wo es länger runtergeht, ganz links, ist das Blob-Geheimnis, alles klar, also geht's hier lang. Na, dieser lange Weg, den wir runtergesprungen sind, wo wir wieder hochjumpen mussten. Da war das Blob-Geheimnis gewesen. Dann müssen wir da erstmal nicht lang. Wir müssen hier entlang. Diese kleinen Gegner. Diese kleine Fretze. Wo wir im Prinzip... theoretisch, ne, ich schaff's noch kein Ding, sondern noch sind sie zu stark. Naja, schaffen wir nicht in einer Runde. Aber dafür in 2. Das ist übrigens das, was ich machen wollte. Phalanx und Wunder gegen den Rhymes. Rhymes, glaube ich, wie ist er, glaube ich. Ich habe ihn allerdings weiterentwickelt, den Drachen. Daraus ist ja dieser Große geworden. Der diese Skills eben nicht mehr hat, Phalanx und Wunder. Ne? Eigentlich wollte ich mich extrem buffen damit. Echt, ich krieg nur 4 Sterne? Das ist ja peinlich. Mach ich ja gar nichts. Echt, hier muss hier rüber? Tatsächlich. Weiß ich schon gar nicht mehr. Oder war das mit den Blöcken? Ah, leck mich doch, wo ist denn das? Gute Frage, sehr gute Frage. Also es war irgendwo Richtung links gewesen. Hier war das mit den Jumps, genau. Das war aber nicht das, was ich... Oh Gott, Alter, keine Ahnung. Über mir könnte es vielleicht sein. In dem grünen? Besser genug Kristallsplitter dabei haben. Da. Wenn wir dann mal ganz kurz nach oben jumpen. Da ist nämlich auch noch was offen. Ich weiß aber nicht warum. Ich finde es einfach nice, dass alles miteinander verkettet ist. Ah ja, im Altwald bin ich ja gleich wieder. Kann ich ja gleich mal das andere holen. Das mit dem... Geh weg. Geh weg. Ja, okay. Das mit dem Greifhaken. Morgenstern plus 4. Zu offensichtlich. Trotzdem dunkel.
Wir bleiben mal dabei, weil ich nämlich. Was ist das denn für ein Monster? Okay, die kenne ich ja noch gar nicht. Ein Troll, Level 35. Die sind alle so ein hohes Level. Holy shit. Ja, einfach mal Rüstungszerbrechen haben die mir zugefügt. Das ist ja voll widerlich. Ja, so anfällig sind die leider gar nicht. Ich werde erstmal die Fliege ganz kurz killen. Leider, leider nicht. Aua. Ätzende Stiche. Heilung. Durchschreddern. Sehr gut. Und die werden wir... Da der schon Frost hat, werden wir den ein bisschen weiter penetrieren. Perforieren. Rüstungsbruch. Dreimal Rüstungsbruch schon. Nicht schlecht. Oh, nice. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Ah, leider nicht. Okay. Oh, die haben heftige Regeneration. Uiuiui. Werde ich leider nicht kriegen, die Eier wahrscheinlich. Wenn die so zäh sind. Sind das Eier schon mal tot? In 1400 Leben pro Runde. Iiii. Mit Glück hat, aber ich verfehle so viel, das ist Wahnsinn. So, da wir die 100% Gesundheit haben wollen für die Punkte, heilen wir uns noch ganz kurz. Aber 3 Sterne maximal, denke ich. Ah, schade. Armonzeugungen sind trotzdem wichtig, um später die Gegner farmen zu können. Hm, ich würde gerne die Trolle mitnehmen, aber... Ah, die Trolle könnten halt sein, dass wir... Komm nicht mehr zurück, ne? Scheiße. Ja, weil dann dieser Hügel ist. Ich komme tatsächlich nicht mehr... Doch, so komme ich noch zurück. Monsterglocken nutzen so lange, bis ich einen Troll habe. Aber es kann sein, dass diese Felsen, die ich dort jedes Mal habe, nur dadurch gekillt werden können. Muss ich sie also besiegen. Trolle, sehr nice. Okay, sehr schön. Nochmal 9000 Erfahrung, werden wir das gleich mal ausbrüten. Aber es kann halt sein, dass der die Dinger verschieben kann. Ich bin mir zwar unsicher, aber immer ein Monster erstmal haben wir. Komm schon. Ah, was für ein Mist aber auch. Ich hab versagt. Oh, noch ein Champion, nice. Dann geht's auf jeden Fall noch weiter, oder? Ah, wird schon werden. Let's go. Gegen Brutus. Er ist gegen nichts anfällig, ist nichts resistent und greift mit nichts an. Okay. What? Er ist einfach komplett neutral. Das ist einfach mehr als neutral, gibt es bei dem aber nicht. Das heißt, es ist eigentlich egal, was ich nutze. 270%, 84%. Er kriegt Ladungen dazu. Das ist ja widerlich. Das ist ekelhaft as fuck. Das ist echt nicht geil. Wir werden noch eine weitere Regeneration machen. Was hat denn der da als Schild? Heute den Schaden ist nichts. Er hasst mich. Alter, du kannst 3 Angriffe machen, du hässlicher Cheater. Kleiner Mongo. Wir werden noch einmal unterstützen und dann haben wir nämlich 3 Buffs ready. Und dann werden wir ihn hoffentlich killen können. Ja, so viel Schaden macht er jetzt nicht unbedingt. Wir haben einen sehr, sehr guten... Stärkefuchs Level 5, Alter. Sehr, sehr gute Skills. So, einfach ein bisschen die Dings aufleveln. So Feuerkrallen. Zack, 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 zack. Und die normalen Krallen. Aber er heilt sich nicht, ne? Und er macht schon viel. Angriff macht schon viel Schaden, aber ich habe Regeneration. 3-mal jetzt. Easy peasy. Wir heilen uns so viel. 5-mal Tackle, nice. Okay, er hat jetzt nicht so viel gebracht.
Wir können ihn zum Bluten bringen. Aber lieber die Feuerklauen, bringt ja auch Blutung. Bam, 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 bam. 5 Stacks jetzt schon. Das heißt, der Schaden auf ihn wird jetzt nicht mehr so hoch sein. Tackle. Zack, 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 zack. Feuerklauen. Zack, 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 zack. Und die Krallen. Zack, 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 zack. 29 Ladungen wieder. Okay, ich dachte, es wäre ein starker Champion, aber er hat einfach, ja, da er auch keine Schwächen und keine Vorteile hat. Kann auch gar nicht so stark sein, weil er einfach ganz neutrales Monster ist. Immerhin. Eine Hantel. Angriff plus 10 und plus 100. Ermöglicht es, dass dieses Monster einen zusätzlichen Stapel Macht plus Regeneration halten kann. Sind nur halb so. Nee, das ist nicht so gut. Aber es ist nur Level 1. Kann man vielleicht. Nice. 16.000 Erfahrung. Level 39. Ich bin Hüter Champion geworden. Nice. Was haben wir hier noch? Problem ist, dass ich einfach nichts sehe. Ne? Und ich hasse Dunkelheit. Habe ich euch letztes Mal schon gesagt. Gott, Alter, echt. Werkzeugkiste. Hast du diese schiere Dunkelheit? Da geht's noch weiter. Okay, lass uns erstmal die hier unten killen. Noch ein Troll. Wie man Dings einfach schon so viele Debuffs hat. Okay, dann auf mit den Krallen. Geben wir erstmal eins. Piu, piu, piu. Piu, 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 piu. Nice. Dünner Schaden. Aber hat nichts bekommen, ne? 10.000 Erfahrung. Zerstören kann man hier nichts, okay. Hier geht's noch weiter. Nochmal 3 Trolle. Hm, okay. Na gut. Okay, Leute, ich würde sagen. Oh, hier ist gleich ein Ende. Ah. Wo waren das, wie wir das Fackeln entzünden können? Haben wir das? Na, wir können da noch nicht hinspringen, oder? Irgendwie. Ey, hier können wir nicht hinspringen? What the fuck? Okay. Gut. Okay, dann würde ich sagen, diesen Teil der Karte haben wir jetzt auch geklärt. Wunderschön, haben wir uns einfach mal durchgekämpft. Von hier hinten. Bis hier unten und dann hier durchgekämpft. Sehr schön, wieder ein Teil der Karte erkundet. Hier oben ist übrigens auch noch was. Werden wir uns auch gleich mal reinziehen, genauso wie hier hinten. Da war nämlich auch noch was. Aber das machen wir in der nächsten Folge, liebe Freunde von Monster Sanctuary. Bis dahin, vielen Dank fürs Zusehen. Ciao, ciao.